Mein Name ist Helga Sitt. Ich habe lange im Einzelhandel gearbeitet als Fachverkäuferin, war später im Büro und bin jetzt Rentnerin. Ich bin 68 Jahre alt und wohne in Kirchheim-Kernstadt. Ich kandidiere als Stadtverordnete für die Liste 2, Bündnis 90 Die Grünen. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ich bin seit 25 Jahren Stadtverordnete in der Stadt Kirchhain und möchte weiterhin grüne Themen voranbringen und beschließen für die Stadt, zum Wohle der Stadt. Warum trittst du gerade für die Liste der Grünen an? Ich bin aufgewachsen mit Hausgarten, Hausschlachtung, mit Hühnern, mit Wiesenblumen, Sträußchen für meine Nachbarinnen. Und bin eigentlich so von Kindheit an schon der Natur sehr verbunden. Natur, Umwelt, Klimaschutz sind für mich die Hauptthemen. Und das kann ich am besten bei den Grünen durchsetzen. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain ist eine schöne, überschaubare, liebenswerte Kleinstadt, die eigentlich alles zu bieten hat. Ich kann hier gut einkaufen, ich habe meine Bahnanbindung, ich habe Fahrradwanderwege rundherum und ich fühle mich einfach wohl. Die Menschen sind nett, man kennt sich und das ist einfach meine Stadt, Kirchhain. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Das ist zuallererst die Versiegelung der Flächen in der Innenstadt. Ich möchte blühende Vor- und Hausgärten. Ich möchte auch den Ausbau der Kinderbetreuung vorantreiben mit allen Beteiligten. Da liegt mir sehr dran, dass alle mit ins Boot geholt werden. Ich möchte Verbesserung der Radwegeführung in der Innenstadt. Draußen geht natürlich noch mehr, wie es jetzt ist. Und ich möchte auch mehr, also dass die Generationen zueinander finden und auch Menschen, die hierher gekommen sind mit Migrationshintergrund, besser integrieren. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordnete dabei einsetzen möchtest. Ich kann gut mit Menschen, ich kann mit allen Menschen, egal welcher Couleur. Ich habe eine gute Sozialkompetenz. Das heißt also, ich kann auch Dinge gut einschätzen, also feststellen, wo es nicht gut läuft und kann dann auch eingreifen und die Dinge dann gut auf den Weg bringen. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Wenn es gute Ideen gibt und es heißt dann, dafür ist kein Geld da. Jahr 49 oder Wald statt Asphalt? Wald statt Asphalt schon immer. Okay. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Das wäre eine lokale Persönlichkeit, die Käthe Dinnebier, eine frühere DGB-Vorsitzende, die nie ihre Herkunft verleugnet hat, die immer für ihre Mitmenschen da gewesen ist und ihren Prinzipien treu geblieben ist. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Mein Wunsch wäre, die Diskussionen sind ja jetzt stark reduziert worden durch die Corona-Geschichte. Mir wäre es lieber, mehr Zeit für Diskussionen zu haben, damit man einfach auch die unterschiedlichen Meinungen hören kann und dann eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Es sind eigentlich zwei, der Jochen Schröder und der Sven Kempf von der SPD-Liste. Die beiden, die trauen sich auch mal, kritische Fragen zu stellen und das gefällt mir. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik, tun? Ich wünsche mir mehr Kontakt zu Jugendlichen und zu jungen Eltern, mehr Möglichkeiten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um zu hören, warum und weshalb es hier nicht richtig funktioniert. Okay. Ja, das.
Ja, möchtest du noch was sagen? Ja, gut. Also ich denke, wir bieten ja immer Online-Diskussionen an, Online-Fraktionssitzungen, aber das reicht einfach nicht aus. Also ich suche einfach nach einer Möglichkeit, die Menschen besser zu erreichen. Und da bin ich eigentlich schon seit vielen Jahren dran. Wir dürfen ja nicht ins Jugendzentrum als Partei, wir dürfen nicht in die Schulen als Partei. Die Leute müssen zu uns kommen und da habe ich noch keine Lösung gefunden, wie wir das irgendwie auf den Weg bringen können, um mehr junge Leute zu erreichen. Also ich hoffe, mit den Jungen, die jetzt bei uns mit antreten auf der Liste, dass wir mit denen schon.